Kaum sind Tom und Bill Kaulitz in Deutschland, fliegen bei Heidi Klum die Vermissungsherzchen via Instagram. Die Band probt seit dieser Woche fleißig für ihre große Europa-Tour. Und morgen erscheint ihr neuer Song, When It Rains, It Pours. Wir treffen Tokyo Hotel trotz ihres vollen Promokalenders exklusiv am Set zum neuen Video in Berlin. In dem Song geht es so ein bisschen darum, dass man, dass man eigentlich so einen Partner braucht im Leben. Darum geht es in dem Song so ein bisschen, um das nicht alleine sein und nicht alleine Sachen durchzumachen, dass man eben mehr will, ne, vom Leben. Den Partner fürs Leben hat Modelmama Heidi in Tom schon gefunden. Deshalb kann es die 45-Jährige in Los Angeles auch kaum ohne ihren Verlobten aushalten. Aber Heidi trainiert sich den Liebeskummer weg. Workout geschafft. Die Braut ins B macht sich bereit. Typisch Model, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das verraten habe. Aber so viel macht sie auch keinen. Also sie macht auch nicht so viel Sport. Bei Heidi ist es ähnlich wie bei mir auch. Man achtet einfach schon ein bisschen drauf, dass man bei uns zu Hause wird viel gekocht zum Beispiel. Das heißt, wir essen jeden Tag, mindestens einmal am Tag, frisch gekochtes Essen. Und ich glaube, das ist so der Key. Und ansonsten, aber zusammen machen wir keinen Sport, aber jeder für sich dann halt so, wie er kann. Anstatt Fastfood und Rockstar-Leben gibt es bei Tom durch Modelmama Heidi neuerdings auch eher Grünzeug. Man muss sagen, dass Tom total der Spießer geworden ist. Tom achtet. Ich war schon ein Spießer. Nee, Tom achtet total auf seine Ernährung. Der geht ins Gym, der geht früh ins Bett. Alles nicht. Der geht nicht mehr so viel feiern. Ja. Nee. Doch, natürlich. Ich bestelle eine Cola und Pommes und du bist dann so, nee, ich nehme Salat und ein bisschen was Gesundes für Energie. Siehst du, sag ich ja. Da, wieder recht gehabt. Na, ab und zu mal was Gesundes essen muss schon sein, aber... Da ist der Spießer, versteck ich aber, mich. Aber... Achtet da etwa jemand auf seine Linie, um in den Hochzeitsanzug zu passen? Aber mal ehrlich, das hat der 29-Jährige bei diesem Body doch gar nicht nötig. Für die kommende Europatour kann ein bisschen gesunde Ernährung aber bestimmt nicht schaden.